Eisbärenfan fragt Pete Smeed: Wer ist euer Hassfahrer in der Formel 1? Ich könnte jetzt ein Buch aufmachen über meinen Hassfahrer in der Formel 1. Aber ich glaube, das hilft keinem, weil jeder weiß, dass ich ein unfassbarer Meister darin bin, alles zu wissen über die Formel 1. Und deswegen sage ich jetzt einfach meinen Namen und sage Vettel. Alle wissen wieso. Weil er sich hat zu Schulden kommen lassen, ist halt krass. So was wie ein Hassfahrer habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es halt bei Stroll immer wieder lustig, dass Fuddy das Team besitzt. Wo ich mich frage, ja, wobei, der fährt auch nicht so schlecht, hat auch seine guten Runden. Also nee, hab ich nicht. Gibt keinen Hassfahrer in der Formel 1. Und Quatsch. Hassfahrer? Kein Hassfahrer in der Formel 1. Also Magnussen und Grosjean fahren für Hass. Aber... nee. Ich hab jetzt kein... Es gibt halt welche, die keine Persönlichkeit haben, ja? Also, die halt... Also Giovinazzi hat keine Persönlichkeit für mich. Ja, nicht mal Grosjean wirklich. Magnussen ist ein harter Fahrer und ein Assi. Ja, keine Ahnung. Latifi hat noch keine wirklich für mich. Das muss ich halt noch so machen. Aber oder noch kreieren oder wie auch immer. Aber ich habe jetzt keinen Hassfahrer. Nee. Hass ist so ein hartes Wort. Aber, also es gibt einen Fahrer, den ich so nicht so, weißt du, der einfach so nicht auftaucht in meiner Welt und so uninteressant ist, dass ich fast gar nichts über ihn weiß. Und das ist Antonio Giovinazzi. Und ich finde, wer auch relativ unauffällig ist im Fahren, aber dann schon durchaus mal negativ aufgefallen ist, ist Lance Stroll. Wird Christian auch sagen. Christian wird direkt sagen, Lance Stroll. Weil er halt so eine leicht quiekige Stimme hat. Und er hat halt diesen Nachteil so, dass halt sein Papa für ihn Rennställe kauft. So. Das ist die negative Blickrichtung. Man könnte natürlich auch sagen, Racing Point wäre jetzt nicht mehr in der Formel 1, wenn es Papa Stroll nicht gegeben hätte. Was ja schade wäre. Deswegen... Ich würde nicht sagen, dass ich Lance Stroll hasse, aber er ist mir zumindest jetzt auch nicht besonders sympathisch. Hassfahrer würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich habe da keinen, den ich unfassbar hasse. Aber der Giovinazzi oder so, wie der heißt, da, der hat schon mal einen unfassbar komischen Namen, ja, den man kaum aussprechen kann, diesen italienischen Namen. Ich hoffe, der ist italienisch. Und in meinem ersten, also ich habe damals bei der FIFA-Liga, FIFA-Liga, Formel 1 F1 League, habe ich mir den reingepackt, weil der genau passte vom Geld her und der war so kacke, die ganzen Rennen. Ich war ein bisschen wütend auf den.